Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu meinem Sommerprogramm. Heute beantworten wir die Frage, wohin fährst du in Urlaub? Wohin fährst du in Urlaub? Oder wo fährst du in Urlaub hin? Wo fährst du in Urlaub hin? So we can split wohin, we can separate it, and have wo at the beginning and hin at the end. Wo fährst du in Urlaub hin? Or formal, wo fahren Sie in Urlaub hin? Oder wohin fahren Sie in Urlaub? Los geht's. Wir fahren mit dem Auto nach Italien. Wir fahren mit dem Auto nach Italien. So in this sentence we're specifying that we're taking the car to Italy. We could also be taking the train. Wir fahren mit dem Zug nach Italien. Wir fahren mit dem Zug nach Italien. If you don't want to specify the vehicle, you can just say, wir fahren nach Italien. Wir fahren nach Italien. Ich mache eine Kreuzfahrt in der Südsee. Ich mache eine Kreuzfahrt in der Südsee. Nicht sehr umweltfreundlich, aber manche tun es trotzdem. Wir machen Urlaub auf einem Campingplatz. Wir machen Urlaub auf einem Campingplatz. Wir zelten. Wir zelten. Ich mache Urlaub auf Balkonien. Ich mache Urlaub auf Balkonien. So if you're not going on vacation, maybe because you can't afford it or because you don't have the time or maybe because your job doesn't allow you to, then you can say this as a joke because Balkonien is not a place or anything like that. Balkon is your balcony. So basically you're gonna spend your vacation on your balcony because you can't go anywhere else. So then we transform it into Balkonien. Because it kind of sounds like a country. Ich mache Urlaub auf Balkonien. Wir haben uns am Bodensee ein Ferienhaus gemietet. Wir haben uns am Bodensee ein Ferienhaus gemietet. Wir fahren an den Bodensee. Wir fahren an den Bodensee. So when you go to water, like a river, an ocean, or a lake, then you have to use the preposition an. Wir fahren an den Bodensee. Wir sind am Bodensee. Here we're using the dative case. Wir sind am Bodensee. Because that is our location. That is where we are. Wir fahren an den Bodensee is a movement. So you have to use the accusative case. I taught you that in my video about two-way prepositions, which you can, if you want to watch it again, you can click right here. No, right here, I think. Wir machen eine Städtetour. Wir machen eine Städtetour. Wir fahren nach Paris und gucken uns die Stadt an. Wir fahren nach Paris und gucken uns die Stadt an. Wir wandern durch die Pyrenäen. Wir wandern durch die Pyrenäen. Wir haben noch nichts gebucht. Wir haben noch nichts gebucht. Ich fliege in die Türkei. Ich fliege in die Türkei. Oder ich fahre in die Schweiz. Ich fahre in die Schweiz. Ich fliege in die USA. Ich fliege in die USA. Ich fliege nach Deutschland. Ich fliege nach Deutschland. Ich fliege nach Südamerika. Ich fliege nach Südamerika. Wir fahren an die Nordsee und mieten uns dort ein Segelboot. Wir fahren an die Nordsee und mieten uns dort ein Segelboot. Wir segeln in der Nordsee. Wir segeln in der Nordsee. Wir fliegen nach Queensland und gehen am Great Barrier Reef tauchen. Wir fliegen nach Queensland und gehen am Great Barrier Reef tauchen. Ich mache einen Wochenendtrip nach Berlin. Ich mache einen Wochenendtrip nach Berlin. Wir fahren an die Niagara-Fälle. Wir fahren an die Niagara-Fälle. Oder wir fahren an die Iguazu-Wasserfälle. Wir fahren an die Iguazu-Wasserfälle. Wir surfen im Mittelmeer. Wir surfen im Mittelmeer. Ich fahre mit einer Reisegruppe nach Lübeck. Ich fahre mit einer Reisegruppe nach Lübeck. Ich habe mit ein paar Freunden am Starnberger See ein Hotelzimmer gebucht. Wohin fährst du in Urlaub? Schreibt mir das unten in die Kommentare und ich werde eure Sätze korrigieren. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!